So, liebe Freunde, der erste Top 4 Kampf steht an gegen Rot aka Red. Wir sehen hier diese dreckige Kombination, vor der ich ehrlich gesagt wirklich Angst habe, weil die sehr, sehr böse werden kann. Aber als allererstes haben wir mal Tentantel, wo wir noch einigermaßen mit Humanität beschenkt werden. Ich denke, der gegenseitige Austausch von Tarnsteinen kann hier in dieser Situation nicht schaden. Ja, obwohl, vielleicht kann er mir doch schaden. Aber bei meiner Death glaube ich nicht, dass er mir da ernsthaft mit der Blattgeißel so viel Schaden macht, dass mir das Sorgen machen muss, zumal die Tarnsteine eh relativ leicht zu erraten waren. Jetzt denke ich, kommt die Blattgeißel, deswegen hole ich Bulky Jumpy rein. Der Bulko Jumpomat. Und der sollte hier auch ein bisschen was reißen können. Ja, jetzt kommt die Blattgeißel, macht 35% Schaden. Jetzt fragt er sich vielleicht, was will dieses Knackrack machen? Ja, mein Knackrack ist ein Angreifer mit Feuersturm. Somit sehr gefährlich für Pokémon wie Tentantel und Co. Tentantel ist aber allgemein auch hier gegen die Bodentyp 4 sehr gemein. Wenn er zum Zug kommt, dann habe ich ein großes Problem. Deshalb probiere ich es direkt auszulöschen. Die Top 4, die müssen natürlich schon jetzt haben einen Ruf zu verteidigen. Und es kommt Fiao, der nimmt heftigen Schaden. Ich möchte hier Knackrack nicht drin lassen, weil der einfach zu wertvoll ist, um den jetzt schon herzugeben. Um den jetzt so einfach herzugeben. Es wäre einfach dumm, ihn herzugeben, um ehrlich zu sein, noch dazu. Deswegen holen wir lieber Byuki, meinen Scarfed, rein. Der hier den Angriff senkt und trotzdem extrem viel Schaden bekommt. Und der Sandsturm macht zum Glück dieses gottverdammte Fiaro K.O. Hier wäre übrigens die zweite Attacke, die ich in dem Team habe, um das Pokémon ernsthaft, um den Pokémon ernsthaft zu schaden. Ja, die zweite, ihr habt richtig gehört. Ich habe hier nicht mehr als zwei Attacken drin. Ist das Rotom eigentlich dabei und Zesurio? Rotom und Zesurio hat er daheim gelandet. Nein, Rotom nicht, was erzähle ich hier für einen Scheiß. Das Rotom, ja. Das Rotom, das, ja, wird hier vom Mist beschützt, ja, da werden es auch andere Herausforderungen, wenn sie das sehen, wenn sie sich hier sehr verarscht vorkommen, wahrscheinlich an dieser Stelle, aber ich kann das leider nicht ändern, weil leider nicht ich die Fairness hier machen muss und ich habe gerade gedacht, hier wäre das Schlammbad drauf, ey, da hätte ich aber nicht hier einen kleinen, kurzen Rage Quit bekommen. Nein, Spaß, ganz ruhig, alles gut. Der Steinkantenmiss war schon wieder, ja. Andere Herausforderer werden hier sich aufregen, wahrscheinlich. Warum kann ich Unglück nicht haben? Und sie tun recht daran, weil. Ja. Ich würde es ja am liebsten fair gestalten, damit die anderen Herausforderer auch Misses hätten, aber das kann ich nun mal nicht, deswegen. Ich stelle sorry und auch hier wieder. Überlebt er es knapp, aber gegen ein spezielles Nidoking so anzugehen ist, ja. Wird nicht gerade vom Erfolg gesegnet sein, so ist auch Rotom besiegt. Und ja, die Top 4 macht jetzt ihren Job nicht schlecht, auch wenn wir jetzt schon leichte Anzeichen von, ja, einen gewissen Überhang sehen, weil Tentantel ist immer noch ein großes Problem. Ich kann es schwächen, ich kann es nicht besiegen. Mit den meisten Pokémon hier. Stahlbohr kann es schwächen, es kann es nicht besiegen. Die Hypothese kann es schwächen, nicht annähernd besiegen. Also ich würde mal sagen, Nidoking ist ein Check. Stahlbohr ein Check und Gastrodon und Hippoteros werden hoffnungslos besiegt. Und Bulkjump ist ein. Ja, wenn er träfe, Konjunktiv 2, bitte, Konjunktiv 2, sehr schön, habe ich gern. Wenn er den trifft mit dem Feuersturm, ich kann das auch in einem einfachen. Ja, jetzt die einfache Zeit vom Weiß ich nicht, in einem einfachen Präsenz sagen. Wenn er trifft, obwohl das auch ein kausaler Präsenz ist. Ich habe wahrscheinlich hier auf Weiß Scheiß zusammengelabert, von daher. Ja, verzeiht das bitte. Ja, und Quaxu, ihr lasst natürlich Nidoking nicht drin. Ich wäre ja blöd. Hier ist definitiv Triton die beste Option. Das ist ganz klar. Weil der Surfer einfach mir keinen Schaden macht. Jetzt haben wir natürlich das Problem mit dem Regen, der jetzt da ist. Das heißt, ich werde es versuchen.
auf die Hip. Oder gehe ich direkt nach Bulkjob zu gehen, ist natürlich dumm. Ich gehe jetzt mal auf Hippoterus, um den ganzen das ganze Gedöns hier weg zu loszuwerden. Das war klar, dieser Wechsel zu Tentantel, das ist nichts Neues, deswegen holen wir hier direkt den Sandsturm raus. Falls er jetzt hier meint, mich irgendwie mobben zu können, das läuft nicht, ich werde direkt auf den Brüller gehen. Oder sind, nein, stopp, das ist gar nicht so klug, hier auf den Brüller zu gehen. Wir wechseln aus zu Dionysos, den brauche ich jetzt am wenigsten leider in dieser Situation, muss ich sagen. Die Blattgeißel tut weh und besiegt auch, ja. Okay, aber nun können wir Bulkjump rausholen. Wir haben die Karten in der Hand. Wenn dieses Quark so reinkommt, dann gehe ich davon aus, dass es hineinkommt. Weil er hatte kein Fiaro mehr, um sicher reinzuwechseln. Das heißt, jedes Pokémon, was jetzt reinkommt, wird extrem Schaden nehmen durch den Erdbeben. Und ich rechne damit, dass er auswechselt, weil... Ganz einfach, denn er kennt den Feuersturm jetzt. Er kennt den Move. Und er wechselt auf Quark, so wie ich es bereits gesehen habe in meine Kopf, ne? Sehen Sie? Jetzt kommt der Erdbeben, das überlebt Quark so nie. Ach komm, leg mich doch. Alter, das Vieh ist voll. Was? Ist gar nicht voll. Nein, das ist voll physisch. Nein. Okay, wieder ein Fall für Triton, ein klarer. Ein klarer Fall für Triton. Hier die Kraftreserve abbekommen, das ist natürlich unschön jetzt. Dass eine Kraftreserve Pflanze, das gefällt mir ganz gut, weil wenn das Quaxus im Weg ist, kann hier Bulkjump machen, was es möchte im Prinzip. Das ist eigentlich nur das Ziel, das im Quaxus im Weg zu räumen. Das ist das primäre Ziel. Überlebt Tom Gastrodon, ich brauche ihn nicht mehr wirklich, ich opfer ihn jetzt einfach. Ich brauche ihn nicht mehr wirklich, um offensiv angreifen zu können. Er kann seinen Quacks nicht mehr rausholen. Das heißt, ich gehe jetzt auf den Erdbeben, das Vieh ist endgültig besiegt. Wenn er es rausholt, dann macht er einen Fehler, weil die Tarnsteine liegen und er hat nichts gegen die Tarnsteine im Team. Das heißt, Fiaro wird auch immer ein beschränkter offensiver Angreifer bleiben, der nicht wirklich raushauen kann. Aber ihr seht hier schon, die Top 4 Kämpfe dauern länger, weil man einfach überlegen muss. Auch ich muss hier überlegen, was ich im 6 gegen 6 Kampf ist. Da habe ich natürlich noch viel mehr Optionen und Möglichkeit nicht bedenken muss, und das macht auch einen Pokémon-Kampf so schwierig. Das will ich eigentlich anschauen. Jetzt war es, macht er. Dieses Warten ist mir jetzt unerklärlich, um ehrlich zu sein. Weil es gibt nur eine Option und das war die falsche Option, mein Freund. Und jetzt wird hier auch sein Dicktri verlieren an dieser Stelle. Ein völlig unnötiges Opfer und ich denke, das wird ihm auch noch einleuchten, sobald er Quacks wieder reinholt. Das war ein möglicherweise spielentscheidender Fehler. Hallo Quaxo, tschüss Quaxo. Ups, das war jetzt nicht ganz, wie er sich das erhofft hatte, denke ich mal. So, nein, jetzt hören wir auf, die Leute zu verarschen. Es wird Meistergriff kommen. Ich werde auf Hippoterus gehen. Einfacher Grund. Alles andere wäre hier in diesem Fall einfach an massive Blödheit. Also massive Blödheit wäre aus Schlussfolgerung, der Eis kommt. Macht aber wenig Schaden. Ich möchte nicht sagen gar keinen, aber wenig Schaden. Meistergriff kann mich nach momentanem Stand 3-Hit KO. Das heißt, ich habe... Ja, ich bin schneller, das ist auch in Ordnung. Das gefällt mir ganz gut. Und jetzt kann ich hier ein wenig auf den Erdbeben gehen. Denn ich brauche das Meistergriff, das hat wahrscheinlich die Offensivweste. Ich bin mir da in zu ein paar Prozenten sicher. Gesagt nicht 100, aber zu wenig. Eigentlich bin ich mir zu unsicher, um da ernsthafte Schlüsse ziehen zu können. Fakt ist auf jeden Fall, dass er sein Meistergriff wird. Ne, warte mal, gehen wir nochmal auf den Tagedieb. Weil sonst kommt er hier mit dem Tempo-Hieb und wird mich nachher wegschnetzeln. Wenn der Freeze-Hex natürlich auch eine Gefahr, aber die muss ich riskieren, alle. Weil ja, Betrug ist bei Pokémon nichts Neues, aber in der Form ja dann doch eher komisch schon. Ja, aber jetzt haben wir auch schon das erste Mal, dass die Bodentop 4 ihn an den Rand einer Niederlage getrieben hat. Das könnte sehr, sehr, sehr eng werden. Ja, das wäre nicht so eine schlechte Idee. Ich werde es gleich mit ihm besprechen, damit er hier nicht wieder anfängt rumzuspoilern. Das habe ich gar nicht gerne, wenn er anfängt zu spoilern.
So, jetzt geht natürlich mal hier auf den Feuersturm, der normalerweise treffen soll. Ach komm. Ich höre auf, hier aufs Risiko zu spielen. Wir gehen auf den Erdbeben, machen jetzt nur zwei Erdbeben mit Bulkjump und mit Stahlobor, weil der Feuersturm, er wird daneben gehen. Ich sehe es jetzt schon vor mir, dass zumal der Erdbeben sowieso reicht. Der Feuersturm wäre daneben gegangen, hundertprozentig. Deswegen hat er jetzt seine erste Niederlage nun einbüßen müssen gegen die Bodentop 4, meine Lieblingstop 4 nebenbei. Ja, er hat noch 4 Continues, so leer sich das anhört. Wir werden mal schauen, wie er das macht, und ich glaube, wir werden hier noch einige Parts dran sitzen. So, Rot aka Red versucht es nun noch einmal an der Bodentop 4. Mal sehen, diesmal hat kein Pokémon im Team geändert, wie ich das sehe. Und mal gucken, was er diesmal macht. Er wartet noch. Ah nein, er hat es rennlich entschieden. Er hat sich für den Tantl wieder entschieden. Den Deal gehe ich gerne wieder ein. Warum denn auch nicht? Das kann den Gyroball, Liegelsam, Tarnsteine und... Geh direkt auf die Blattgeißel diesmal. Ja, das kann man machen. Muss man aber nicht machen, also. Empfinde ich jetzt persönlich eher als Belastung als... mehr Belastung als Ausgleich, aber ja, mal gucken. Ja, kann. Ihr könntet ihn reinholen, ich mache auf den Kraftkloss. Oder wieder wechseln, ist die Frage. Wechselt er? Nein, er wechselt nicht. Das ist natürlich ungeschickt für mich, weil die Blattgeißel jetzt daneben geht. Und ja, ist natürlich ungeschickt für ihn, aber umso besser für mich. Der Scarf ist leider trotzdem nicht so geil, weil er mich immer noch dazu zwingt, jetzt auf dem Kraftkloss zu bleiben, und ja, obwohl ich lieber auf den Erdbeben gehen würde. Das ist voll fies. Aber Tentantel ist besiegt, ein großes Problem für die Bodentop 4 ist besiegt. Byuki hat somit seinen Deal seinen Dienst geleistet. Naja, mal gucken, ob er seinen Dienst schon geleistet hat. Auf jeden Fall Quaxus Wetter ist noch eine Gefahr. Um es mal in Gefahrenstufen einzuteilen, würde ich sagen, Quaxus Wetter ist eine Gefahr. Das kommt jetzt auch. Und ich jetzt einfach mal auf den Kraftkloss, weil er ist ja danach gescarft und dann weiß ich, was er einsetzen wird. Das ist schon mal was Positives. Wenn er gescarft ist, dann weiß ich, was er danach einsetzen wird. Und er ist im Prinzip dann wieder zum Wechsel gezwungen. Ja, mal gucken, geht auf den Surfer, dann werde ich Triton reinholen. Der kann dann mit dem Toxin verheerenden Schaden machen, auf egal wer reinkommt. Der Kraftkloss macht noch ein bisschen Schaden. Kommt die Kraftreserve, dann hauen wir nochmal einen Kraftkloss raus. Die macht zwar noch weniger Schaden, aber das macht gar nichts im Prinzip. Er crittet! Der Kraftkloss crittet! Alter, Byuki wird hier zum Schlechter, das ist ja richtig hart. Übrigens, wer Byuki nicht kennt, ich kann es auch nicht. Ich habe mir gerade auch im Internet ein bisschen geguckt nach so Spitznamen. Das ist bei Star Wars, ja, Star Wars, ist das von den Ewoks, ihr kennt die Viecher ja eventuell, ist das der Gott... Der Byuki. Ja, wusste ich nicht. Jetzt weiß ich es. Jetzt wisst ihr es auch. Und dieses Meistergriff ist übrigens auch ein Pokémon, was mit einer hohen Gefahrenstufe einsammeln wird. Crit im Gegenzug. Der Crit war absolut unnötig, aber ja. Denn er hat die Offensivweste, ist ja noch nicht sicher. Ich vermute sie aber immer noch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf ihm. Das heißt, Dionysos wird hier mal ein wenig das Ausscouten gehen mit einer Schlammwoge, die ja neutral gegen Kampf-Pokémon ist, und schon, ja, ich schätze mal so 30% hätte ich gern als Schaden. Das fände ich gar nicht schlecht mit Rohe Gewalt, Leben, Orb, alles, Step, blabli, blub, haut die schon rein. Du darfst das Item des Pokémon selbstverständlich nicht wechseln, das wäre ja noch lustiger. Da würde ich auch meine Top 4 umstellen zwischen den einzelnen Kämpfen. Weil, ja... Nein, das wäre mir viel zu aufwendig. Aber da hätte ich schon einiges noch geändert an der Burg. Glaubt mir, hätte ich das können nach den ersten Kämpfen, hätte ich noch einiges geändert. Aber der Fairness halber macht man das natürlich nicht. Und die 40%, die ich mir erhofft hatte, haben eingeschlagen. Und zusätzlich noch die Schlammwoge. Er hatte Eisig nicht ge-one-hitted. Das finde ich ja persönlich äußerst positiv. Und die nächste Schlammwoge schlägt wieder hart ein. Der Ice Heap, ja, besiegt es dann letztendlich, aber
sehr guter Job gemacht. Der Regen ist weg. Das siegt im Sandsturm. Oh, das hätte ich direkt einen Sandsturm wieder reinholen können. Er kann dann noch einen Tempel machen, aber der wird mir eh kaum Schaden machen. Und die Drachenklaue trifft. Trifft brutal stark. Ja, auch das sieht nicht gut aus. Die vielleicht. Ich werde vielleicht nach dem Kampf mal, wenn das hier nicht gut ausgehen sollte. Im Moment sieht es ja noch sehr neutral aus, aber. Unter uns gesagt, das ist nicht sehr neutral hier, weil. Ja, er nicht. Ja, erstmal noch habe ich noch meinen Staller. Dann Diktri erfüllt seinen Zweck nicht mehr wirklich in der Bodentop 4 jetzt, da er keinen Regen mehr bringen kann und den Sand irgendwie noch ausdollen versuchen möchte, wie auch immer. Ich gehe jetzt auf Triton, da er hier, denke ich, sehr gut agieren kann. Er hat die Kraftreserve Eis oder was weiß ich was oder... Boah, kann ich euch nicht sagen, was für eine Kraftreserve das ist. Auf jeden Fall kann er gegen Triton nichts machen mit Rotom. Außer den Konfusstrahlen versuchen jetzt hier rumzustallen, aber ihr seht, der Schaden durch Konfusstrahl ist minimal im Prinzip. Also ja. Triton macht hier für mich schon einen sehr guten Job in der Top 4, verdient den Platz redlich. Irrlicht kommt, nicht mehr verwirrt, Toxin kommt. Rotom hat große Probleme damit. Konfusstrahl kommt wieder, Selbstverletzung. Interessiert niemanden mehr, da sich das Rotom nun von Zeit zu Zeit selbst besiegen wird. Selbst verletzt wieder, ja. Er kann jetzt hier mal auf die Genesung gehen zur Abwechslung. Und ja, so nehmen die Dinge dann ihren Lauf. Genesung kommt. Und das Rotom stirbt nach und nach einen stalligen Tod. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ich weiß immer noch nicht, welche Kraftreserve es ist, deswegen bin ich noch ein bisschen vorsichtig mit dem Wechseln. Eine Kraftreserve Wasser ist auf gar keinen Fall eine Kraftreserve. Elektro ist auch nicht, weil die hätten beide keine Wirkung. Eine Kraftreserve Pflanze ist auch nicht, das hätte ich gemerkt. Und alles andere ist ja, glaube ich, gegen Trit. Ja, obwohl noch einige andere Kraftreserven. Stahl ist auch nicht, also ja. Kann ich jetzt nach dem Ausschlussverfahren gehen. Es kommt wieder eklig, Konfusstrahl, die Genesung. Und der einigermaßen stallige Tod für Rotom folgt dir in der nächsten Runde. Möchtest du nie noch auswechseln? Das wäre noch, finde ich, ganz klasse, noch jetzt rauszuwechseln. Ja. Triton heilt sich hier wieder munter hoch und ja. Sind wir bereit für den nächsten, oder? Triton, was meinst du? Ja, klar. Das Vieh ist verdammt stallig und... Ja, Fiaro, für den habe ich auch noch eine kleine, nette Überraschung. Eine sehr nette Überraschung. Und er crittet. Was sagt man dazu? Ein Crit. Ja, ich würde sagen, Hippoteros rein. Gehen wir auf den Brüller. Es geht nur darum, hier das Fiaro zu besiegen. Um mehr geht es nicht mehr. So, als nächstes kommt hier wieder Knackrack rein, der mit einem Erdbeben ganz schnell das... Stalobor finishen wird. Ja, das wird wohl wieder eine Niederlage im Kampf. Gucken wir nicht, tue ja niemanden zu früh abschreiben, aber das sieht nicht gut aus. Ein Diktri, der Fokuskur zerstört mit seinen niedrigen Verteidigungswerten. Ein Erdbeben von Mega Knackrack hält das nicht stand, vor allem nicht, und es wird auch kein Crit wird hier reichen, um das zu besiegen, weil der Angriff ist nicht so hoch. Er ist nicht mal annähernd hoch, der Schaden ist ein Witz, wie ihr seht. Ein Crit macht 30% maximale Erdbeben, meinerseits macht besiegtes One-Hit. Ja, die Bodentop 4 scheinen im Moment für ein Problem darzustellen. Nochmal die Boden, okay, dann schauen wir mal, wie das aussieht.